Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Kameraeinweisung, in dem wir ein bisschen mehr in die tiefgehenden Einstellungsmöglichkeiten der Panasonic CX350 eingehen. Als allererstes aber mal zwei kleine Negativbeispiele, weshalb es durchaus sinnvoll sein kann, Einstellungen selbst vorzunehmen und sich nicht auf Automatikmodi zu verlassen. So zum Beispiel hier in dieser Situation der Autofokus. Eigentlich sollte im Vordergrund das Objekt scharf gestellt sein. Da das sich jedoch nicht bewegt, fokussiert der Autofokus hier im Hintergrund das vorbeifahrende Objekt anstelle des Vordergrundes. Oder auch hier, in dieser Situation habe ich die Autoblende eingeschaltet und der Himmel da im Hintergrund, der sieht zwar echt richtig gut aus, aber von meinem Interviewpartner sieht man leider nur noch ein paar dunkle Schatten. Das waren jetzt nur zwei kleine Beispiele, die zeigen sollen, dass man eine Automatik zwar schon nutzen kann, aber dann halt trotzdem nochmal ein Auge drauf haben sollte, ob es auch wirklich das macht, was man will. Oder man sollte halt einfach manuell die Sachen einstellen in gewissen Situationen wie den gerade gezeigten. Jetzt aber dann zu den weiteren Einstellungsmöglichkeiten der CX350. Und da hätten wir als allererstes mal hier vorne zu den beiden Ringen noch ein paar Zusatzfunktionen. Ich drehe euch die Kamera dafür mal um. Wir hatten ja hier den Ring für die Blende und den Ring für den Fokus. Und die haben hier jeweils noch eine eigene Spalte, in der ihr nochmal zusätzliche Funktionen einstellen könnt. Hier vorne in der ersten Spalte findet ihr zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten zur Blende. Unter Iris könnt ihr zum Beispiel die automatische Blende einstellen und unter ND-Filter könnt ihr so eine Art Sonnenbrille für die Kamera nochmal reinklicken, dann wird das Bild einfach nochmal abgedunkelt. Die könnt ihr zum Beispiel draußen benutzen, wenn die Sonne super grell ist und ihr nur mit der Blende das Bild nicht mehr dunkel genug gestellt bekommt. Dann könnt ihr da zwischen drei verschiedenen ND-Filtern wählen, je nachdem wie hell es halt ist. Hier drin lasse ich das aber jetzt mal auf Clear stehen, weil hier brauchen wir ja keine Sonnenbrille. Hier daneben in der Spalte findet ihr noch weitere Einstellungsmöglichkeiten zum Fokus. Hier in der Mitte mit dem Regler könnt ihr einmal einstellen, ob ihr gerne automatisch fokussiert oder ob ihr manuell fokussieren wollt. Unten drunter mit dem Push-Auto-Button könnt ihr während dem manuellen Fokus einmal kurz automatisch fokussieren. Danach überlässt die Kamera euch dann wieder die Kontrolle. Und hier oben mit dem Focus-Assist-Button könnt ihr so eine Art Hilfemodus einstellen, dann schraffiert euch die Kamera auf dem Display alle scharf gestellten Bereiche rot, dann ist es ein bisschen leichter zu erkennen. Auf dem fertigen Bild sieht man dieses rot schraffierte natürlich dann nicht. Das gleiche gilt übrigens auch hier hinten für den Zebra-Knopf. Der schraffiert euch alle hellen Bildbereiche, sodass ihr die einfacher erkennt und Überbelichtung vermeiden könnt. Direkt oben drüber habt ihr den Knopf OIS. Das steht für Optic Image Stabilization. Damit schaltet ihr eine Stabilisierung ein, damit wenn ihr aus der Hand rausfilmt, euer Bild weniger wackelt. Unten drunter mit dem WFM-Knopf blendet ihr eine Waveform auf dem Display ein, die euch die Helligkeitsverteilung eures Bildes zeigt. Und da unten drunter mit dem Automatic Iris Level könnt ihr einstellen, ob ihr bei automatischer Blende trotzdem noch Kontrolle über die Helligkeit eures Bildes hier vorne mit dem Drehring habt. Das waren jetzt aber wirklich schon sehr spezifische Knöpfe hier auf der Seite, die werdet ihr im Alltag wirklich nur seltenst brauchen. Ein bisschen wichtiger werden wieder hier unten die Knöpfe. Ganz vorne habt ihr einen Regler zum Gain. Wenn ihr den auf Mittel oder High stellt, dann wird euer Bild elektronisch nachverstärkt. Das heißt, ihr könnt es quasi elektronisch nochmal heller machen. Das ist in dunklen Situationen manchmal gut zu gebrauchen. Darunter leidet allerdings die Bildqualität schon ziemlich arg. Heißt, das sollte man wirklich nur machen, wenn man es auch wirklich nötig hat. Vorher sollte man auf jeden Fall versuchen, mit der Blende oder mit dem ND-Filter das Bild nochmal heller zu bekommen. Direkt daneben findet ihr nochmal so einen Hebel. Der ist zum Einstellen des Weißabgleichs. Wenn ihr noch nie was von einem Weißabgleich gehört habt, dann klickt doch jetzt mal hier oben rechts auf diesen Link. Dann kommt ihr zu einem Video, wo wir nochmal genau erklären, was das ist und wie es funktioniert und warum ihr es braucht. Hier könnt ihr zwischen den beiden Voreinstellungen A und B wählen oder aber ihr geht auf Preset und drückt dann hier vorne so lange auf diesen kleinen versteckten Knopf, bis unten links am Display WB für White Balance steht. Drückt dann einmal hier hinten auf dieses kleine Rädchen drauf und dreht dann so lange an dem Rädchen rum, bis ihr den Weißabgleich genau so eingestellt habt, wie ihr ihn gerne hättet. Hier daneben findet ihr dann noch einen Knopf, mit dem ihr den Shutter, also die Belichtungszeit der Kamera, einstellen könnt. Die lassen wir jetzt aber auch einfach mal aus. Und daneben findet ihr noch den letzten Knopf, den wir uns heute anschauen wollen, und zwar den Menüknopf. Mit dem könnt ihr noch ganz viel im Menü ein-, aber auch verstellen. Im Menü navigieren könnt ihr entweder hier oben noch mal über die Knöpfe oder über das Touch-Display. Macht das aber wirklich nur, wenn ihr wisst, was er tut. Und damit haben wir jetzt eigentlich alle Tasten und Knöpfchen der CX350 durch. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr damit erschlagen. Wenn jetzt noch irgendwas unklar ist, dann schaut euch einfach den Teil des Videos nochmal an oder fragt im OK vor Ort nach. Am besten ist aber natürlich einfach Learning by Doing. Wenn ihr regelmäßig mit einer Kamera arbeitet, dann lernt sich das Ganze eigentlich fast von selbst. So war es bei mir auch. Hier geht es jetzt noch weiter mit einem Video, in dem ich euch zeige, wie ihr ein Stativ aufbaut und richtig benutzt.
In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim Skillboard.